weiße Braut. Ich heute das Studentenhaus gereinigt. Kämpfer Berliner! Berlin, 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 Berlin. Kennst du das, wenn irgendwas so 100% dein Geschmack trifft einfach? Boah, sehr gut. Ich würde mich direkt festlegen. Ich glaube, ich habe noch keinen besseren gegessen. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Du schreibst oben drauf, ich bin hier Goat. Und dann kriegst du das. Du lebst auf einem anderen Planeten. Nein. Pork and Rice Sausage am Spieß. Zum Essen? Ja, na klar. Wer war denn sonst? Ja. Du lässt mich nur Arsch wackeln, anders kommst du nicht rein. Allein. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ein weiterer Cinematic Food Guide. Wir sind in Berlin, wir sind in der Hauptstadt. Ey, ich glaube, keine andere Stadt in Deutschland hat kulinarisch so viel zu bieten wie diese City. Ich bin heiß, die City ist heiß. Auf geht's, es geht los. Das ist Berlin, das ist die Fick, deine Mutterstadt Berlin. Hier ist das Leben, eine Mutterstadt Berlin. Wir machen Stress und Gangster Mucke Stadt Berlin. Du musst dich schießen und dich ducken. Leute, wie könnte man denn so ein Berlin Food Guide besser starten als mit einem vollen türkischen Frühstück? Guckt euch diesen Tisch an. Wir sind im La Femme in Kreuzberg und die Kernkompetenz des Ladens ist Frühstück. Ey, wir haben eine große Auswahl. Ich habe Menemen, ich habe Sucuk und Ei, wir haben Lammatschum, wir haben Simit, wir haben geiles Brot, wir haben verschiedene Pasten, wir haben Käseteller und es gibt hier natürlich noch ein bisschen Teig und Käse. Immer eine große Sache auf Deliziös Produktion. Ich schwöre es euch, das ist Berlin auf dem Teller. Ich habe diese wunderschönen Brote hier gesehen. Es ist ähnlich wie der Sesamkringel, aber es ist gefüllt mit Kartoffeln. Ich liebe dieses Brot. Schön suppig, kartoffelig. Carbs on Carbs, eigentlich nicht mein Ding. Hier passt es hervorragend. Und das noch direkt so ein bisschen hier in Tomate und Ei. Da geht es direkt schon los mit Perfect Bites. Guckt euch mal dieses Lammatschon an. Saftiges Hack, handgemacht hier im Laden. Die sind so wunderschön. Boah, sehr gut. Ich würde mich direkt festlegen. Ich glaube, ich habe noch keinen besseren gegessen. Boah, wenn ihr keinen Bock auf Frühstück habt, kommt nur für das Ding hier hin. Saftig, knusprig. Boah. So, Sesamkringel, immer geil. Ich liebe die Dinger ja, ne? Die kannst du einfach so essen. Aber du musst nicht. Menemen, Ei und Tomate, quasi das türkische Shakshuka. Ich sage euch was, was immer direkt auffällt, die sind oftmals nicht gut gewürzt. Ja, da denkst du direkt, wo ist Salz, Pfeffer, wo und hier, das ist richtig on point, es hat alles, was es braucht. Es ist würzig, es ist ein bisschen pfeffrig, es hat eine schöne Schärfe, es hat eine Top-Konsistenz, genauso soll das aussehen. Das schmeckt einfach hervorragend. Das schmeckt besser als mein eigenes. Aber hier drüben, Sucuk und Ei. Eigentlich sieht es ja aus wie ein Rührei, aber es ist keins. Sondern die Eier werden in die Pfanne geschlagen, auf die gebratene Wurst. Und dann werden die Eigelbe kaputt gemacht und dann kommt das hier in die Schale. Das sorgt dafür, dass du hier diese Eigelb-Flakes hast und du hast auf der anderen Seite Eiweiß. Und ich finde, das ist beim Essen, hast du so ein, es ist jetzt nicht mehr runny, ne? Aber das ist so cremig, Alter. Das liebe ich wirklich sehr. So mache ich mein Rührei zu Hause auch. Ich hatte gerade die Möglichkeit, drin zuzuschauen, wie er diese Sesamkringel macht, ne? Und wenn du die ganz frisch aus dem Ofen hast, ist natürlich ein anderes Level. Also ganz ehrlich, nach dem Frühstück kannst du nichts mehr. Aber wir haben ja noch einiges vor heute. Oh, das ist so, egal. Das sind so Schafkäsecremes, ein bisschen spicy mit Paprika. Hier gibt es was mit Kräutern. Oh, das ist sehr geil. 100% kein Fertigprodukt, das wird hier im Haus gemacht. Und hier haben wir auch wieder eine Schafskäsecreme mit ganzen Stückchen drin. Boah, das macht Freude. Den Kollegen muss ich mir nochmal anschauen hier, den hatten wir noch nicht. Der ist auch gefüllt mit Käse, können wir mal auf. Er sieht auch schon wunderschön aus, ne? Guck mal, der ist so schön fluffig mit Käse und Petersilie drin. Guck mal hier von unten. Ich liebe ja so geile Backwaren, die handwerklich, also diese türkischen Bäcker, ne, die haben es einfach auch drauf, muss man sagen. Ich liebe das echt. Wie kann man denn so in den Food Guide einsteigen? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn der Tag so bleibt, ne, dann wird es ein richtiger Knaller. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist eine gute Auswahl. Wir haben eine riesige Frühstückskarte. Ich habe mir jetzt mal die Sachen rausgesucht, die irgendwie so gefühlt immer dabei sein müssen. Hier drüben gibt es noch einen Käseteller mit diesen Pasten hier und diesen Aufstrichen, sodass du dir einfach so bei jedem Stückchen Brot, das du nimmst, kannst du dir einfach so was Neues zusammenbauen. So will ich essen, so will ich frühstücken. Das ist geil, das ist Berlin. Ja. Und während wir die Reste jetzt hier wegpolieren,
bereiten wir uns seelisch und moralisch auf einen langen Tag voller geilem Essen vor. Und der nächste Spot, der knallt euch weg, sag ich dir gleich. Angekommen in der Kronenstraße, wir sind vor dem Liu. Im Liu ist die Hausreligion Nudeln, Szechuan-Küche, Nordchina. Richtig was aufs Maul. Wenn ihr hier zur Mittagszeit herkommt, macht es auf keinen Fall. Die stehen die Straße hoch und runter. Wir sind heute ein bisschen früher hier und so wie es aktuell aussieht, sogar die einzigen. Auf geht's. Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Guck mal, Digga, ich hab jetzt gesehen, draußen beim Reingehen hängen so schöne Bildchen, ne? Ja. Da habe ich gesehen, da sind so Nudeln so mit Hackfleisch drauf und so schön eingerollt und so, die will ich haben. Weißt du, welche ich meine? Sichuan-Zatian? Ja, ja, sind schon, ne? Immer. Genau, die sind das, jawohl, ja. Genau. Und ich habe gesehen, Teigtaschen ist ja auch immer ein großes Thema, ne? Ja. So ein bisschen in der Brühe, finde ich super. Liebst du scharf? Ich kann nicht so viel handeln, sag ich dir ganz ehrlich. Dann machen wir die Zatian erstmal eine halbe. Halbe reicht mir, ja? Ja. Es geht hoch bis zwei, ne? Geht bis zwei Chili bei den Zatian. Und das ballerst du aber weg, oder? Kriegst du das hin? Na klar. Nee, das kriegst du nicht hin. Also du bist geübt auf jeden Fall. Ja. So, dann hast du so ein paar Teigtaschen in Brühe, finde ich immer gut. Mach mal Long Chow Show, nicht scharf. Ja, und dann, wie wär's denn mit hier ein paar kalten Nudeln, habe ich gesehen? Kalte Nudeln. Ja. Speziell im Sommer haben wir auch ein Gericht, das heißt kalte Nudeln. Ja. Willst du das null Chili oder ein? Es gibt keine Zwischenstufe, sagst Nein. du. Kann ich eins handeln? Trau dich. Ich trau mich. Ja. Als erstes natürlich hier so mal ein Dumpling probiert, ne? Die haben so eine richtig schöne Bite-Size, ne? Ja, perfect bite incoming, geht schon los. Die Brühe ist schon sehr, sehr reichhaltig. Schmeckt nach dem, was drin ist. Chinakohl, schönen Pak Choi. Allein für die Brühe lohnt sich der Weg schon. Ach, geil. Klar, die ist nicht scharf, aber sie ist top gewürzt und die ist on point. Die Dinger sind schon geil. Boah. So, hier haben wir Schweinehack oben drauf, haben die Nudelchen unten drin. Du riechst jetzt schon am Pfefferkorns, du riechst die Chilis. Hier ist Druck drin, ne? Ja, normalerweise müssen die natürlich geschlürft werden. Also mit Schlürfen. Das habe ich lange nicht mehr so authentisch gegessen. Perfekt gegarte Nudeln, Top-Qualität. Und das Spiciness-Level ist perfekt für mich. Der Star ist natürlich diese Brühe, in der sie liegen. Und da spürst du halt sofort dieses Witzeln auf der Zunge, ne, von den Szechuan Peppercorns. Das ist halt einfach so einzigartig. Kein anderes Chili, kein anderes Pfeffer kann das so. Du hast sofort so ein Taubheitsgefühl auf der Zunge. Und das macht es dann mit der Haptik von den Nudeln. Da bin ich wirklich schwer begeistert von. Also, fehlen ja nicht so oft die Worte. Aber da freue ich mich richtig drüber, weil das kriegst du halt nicht überall. Ne? Da musst du wahrscheinlich schon nach Berlin, um eine authentische Portion Nudeln zu bekommen, so wie die hier. Der Erfolg gibt dir ein Recht. Die sind auf jeden Fall richtig Bombe. Ja, die sind wirklich sehr gut. Boah. Also, letztes Mal in Asien so gegessen. Ne? Obwohl ich die natürlich unheimlich gerne wegpolieren will, müssen wir ja auch mal über kalte Nudeln sprechen. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Aber auch hier ist es gelungen. Schau mal. Ja, das ist einfach mal zwei, dreimal rühren, hast du überall alles schön verteilt. Boah. Die sind schärfer durch das Chiliöl. Krass, schwarzer Reisessig. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Das ist doch Nudel-Heaven, oder? Und wie schön sich die Soße da drüber legt. Da merkt man das Handwerk. Das willst du einfach so wegwürfeln. Boah. Leute, ich empfehle euch, kommt hierher, probiert euch durch. Die haben wirklich viel Auswahl. Absolut drei fette Empfehlungen. Wir schreiben euch die Namen unten nochmal rein, was das alles war, damit ihr euch das angucken könnt. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Ich wusste, dass sie gut sind, aber dass sie so krass sind, hätte ich nicht für möglich gehalten. Liu, wo warst du all die Jahre auf meiner Agenda? Bin ich froh, euch entdeckt zu haben. Und ihr könnt auch froh sein, dass wir es für euch entdeckt haben, weil ihr müsst hierher kommen. Und wenn ihr hier bestellt, sagt schöne Grüße von mir. Kennst du das, wenn irgendwas so 100% deinen Geschmack trifft einfach? Ich meine es wirklich ernst. Ich habe das letzte Mal so gut in Singapur gegessen. Machst mir Gänsehaut. Das letzte Mal, wirklich, das letzte Mal so geil gegessen in Singapur auf dem Level, das letzte Mal. Bei herrlichem Sonnenschein angekommen im Preußenpark. Hier gibt es den Thai-Markt. Den Thai-Markt gibt es schon eine ganze Zeit lang. Der hat sich so ein bisschen verändert. Ich zeige euch auch gleich warum und steht aktuell auch auf der Kippe. Aber was es hier auf jeden Fall immer noch gibt, ist geiles Thai-Streetfood. Schaut euch das mal an.
Der Thai-Markt war ja bekannt dafür, dass Thais einfach eine Decke ausgebreitet haben und haben die Sachen, die sie von zu Hause mitgebracht haben, Leuten mehr oder minder zum Kauf angeboten. Das waren so Streetfood-Restaurants auf der Decke, in a nutshell quasi. Die Politik hat dann gesagt, mach da mal einen ordentlichen Streetfood-Stand draus mit ein bisschen Boden, einem Handwaschbecken und so. Das ist ja alles gar nicht verkehrt, finde ich gut. Aber jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es tatsächlich auch darum geht, das abzuschaffen, weil die Koexistenz Thai-Markt und Preußenpark, das passt meiner Meinung nach richtig gut zusammen, aber die Politik sagt was anderes. Alles steht so ein bisschen auf der Kippe aktuell. Wir wissen noch nicht, wenn das Video hier veröffentlicht wird, wie es weitergegangen ist mit dem Thai-Markt. Wenn ihr aber trotzdem noch unterstützen wollt, es gibt eine Petition zum Erhalt des Thai-Markts im Preußenpark. Wir blenden euch das unten in der Videobeschreibung ein. Haut rein und gebt eure Unterschrift. Hallo. Ja, hallo. Ich hätte gerne Pork and Rice Sausage am Spieß. Zu spät, Hühnchen zu spät. Ja, diese Wurst. Wort. Ja. Zum Essen? Ja, na klar. Ja, was denn sonst? Ja. Aber hier scharf. Auch scharf, auch gemacht. Zwei. Einen so, einen so. Einer so, einer. Ja. Spießchen haben wir. Guck mal, wir haben einmal das Würstchen mit Reis, dann haben wir eine scharfe Wurst. Wir haben ein Reisbällchen und wir haben einen Satay-Spieß. Wir fangen mit dem Spießchen an, da hat sie nämlich so ein bisschen Erdnusssoße oben drauf gemacht. Guck mal hier, es glänzt in der Sonne. Ey, ist das schon eine geile Idee, dieser Thai-Pack. Ich wünsche dich halt auch einen. Schön saftig. Ist oftmals so, dass die einfach zu trocken sind, weil die aus Hähnchenbrust gemacht sind. Und von daher bin ich ganz glücklich damit. Also der Teller hier, insgesamt 7 Euro. 1 Euro für den Teller als Pfand. Schon okay, so ein Spießchen hat eben 2 Euro gekostet. Ich glaube, die Wurst auch 2 Euro. Ganz geil. Das ist so eine grobe Bratwurst. Da ist Reis mit drin. Sehr, 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 sehr gut. Komm, wir checken mal gerade die Schafe noch aus. Chili scharf, Zitronengras. Geil, Alter. So, Reisbällchen gucken wir uns auch mal an. Frittiert. Alles, was frittiert ist, ist gut. Das weiß jeder. Ein Thai Arancini. Ein sehr guter Start. Mal schauen, was noch so geht. Hallo. Eine Kokosnuss, bitte. Ja. Kokosnuss so. Hat ich in Vietnam bekommen. Von Vietnam, ja? Du bist Vietnamese? Ja. Im Thai Park, mein Gott. Hast du gesehen, er hackt die so frisch auf? Gesund, gesund. Sehr Tag einmal Kokosnuss. Ja? Du bist die Frau? Ja. Guck mal, wie hübsch du bist. Nur von Kokosnuss, ne? Geil, so Hut runter. Guck mal, meine Frau, Digga. Hast du meine Frau gesehen? Boah, die ist echt bombisch Qualität. Er hat gesagt, er kriegt sie frisch aus Vietnam. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar Kokosnüsse getrunken und das letzte Mal in der Qualität in Singapur tatsächlich. Sie schmeckt süß und richtig intensiv nach Kokosnuss. Das hast du ganz oft nicht. Und vor allem das Ding ist randvoll, ne? Das heißt, sie sind sehr frisch. Sommerroll. Eine Sommerrolle hätte ich gerne mit Garnele. So ein Sommerröllchen mit Garnele. Ja, ist immer gut. Hollandsoße dazu, perfekt. Mit Paprika, die mag ich einfach gern. Gute Nudeln, frische Gurke, Karotte mit drin, Garnele lecker, gar nicht so fischig oder so. Da musst du auch immer so ein bisschen aufpassen, ne? Koriander am Start, toll, einfach lecker, guter Snack für zwischendrin. Was ich auch richtig gut finde, findest keinerlei Einweggeschirr, sondern alles nachhaltig, gute Sache. Hallo, ich hätte gerne von jedem eins, 3 Stück insgesamt. Ja? Homok, ich habe gar keine Ahnung, was es ist. Aber es ist irgendwie cool. Es ist in so einem Papiertütchen. Komm, wir fangen direkt mit Hähnchen an, oder? Ich bin gespannt. Cool, viel Thai-Basilikum. Guck mal hier. Boah, das knallt richtig. Kokos, geiles Curry. Boah, ist das geil. Ey, wie kann sowas Kleines so krass schmecken? So intensiv, so richtig Power hat das, ne? So, jetzt gucken wir hier beim Lachs rein. Ein Traum, guck mal hier. Das riecht nach Fenchel. Geil. Ein fettes Stück, auf den Punkt gedämpfter Lachs. Ein bisschen Fenchel, Kohl. Super spicy. Boah. Seafood. Ein dickes Stück Surimi oben drauf. Ich hol schon mal zuerst runter hier. Hey, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich mag das. Die gucken mich auch so ein bisschen an da hinten. Der Einzige, der das hier so mit der Gabel rausfingert. Wahrscheinlich ist das so ein Ding, was du dir einfach in den Mund schiebst und ziehst dann so ein leeres Säckchen wieder raus. Aber es geht auch so ganz gut. So, alles drauf, was muss. Auch wieder reichlich Thai-Basilikum. Let's go. Alle drei bombig. Ich habe gerade eben gedacht, Kosten? Ey, 3 Stück und 5er. Kommen die vom Fernsehen, dann merkt man sich das natürlich. Vom MDR kommen die oft. Ach, wer ist das MDR? Kann ich noch nie gehört. Nee. Nee. Das ist alt. Gibt's nicht mehr. Du lebst auf einem anderen Planeten. Nein, YouTube, hast du nicht? Ja. Anstrengend, ja, es soll noch Leute geben, die gucken Fernsehen. Ich kann es euch nicht empfehlen. Ja? Übrigens, richtiger Zeitpunkt, direkt mal einen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ihr so nette Konversation im Preußenpark auf dem Thai-Markt mitbekommt.
An dem Entchen bin ich nicht vorbeigekommen. Super crispy. Die sieht einfach toll aus. Sehr gut. Und dazu hat sie so ein bisschen Krapau-Gemüse gemacht. Kriegst du einen schönen Reiskegel. Bin mal gespannt, ey, vom Spicy-Level. Da ist Bohne drin, Zwiebel, Chili und noch mal frischen Thai-Basilikum und oben drauf noch mal frittierten. Alles geil. Boah, schönes, saftiges Entchen. Endlich habe ich meinen Löffel, endlich habe ich meine Schüssel. Ganz klassische Aromen, wie so ein Pad Krapau eigentlich schmecken muss. Schön Knobi ist da drin. Es ist wirklich spicy, obwohl ich nur eine Chili eingefordert habe. Aber das macht auf jeden Fall. Ja, wir sind in Thailand, was soll ich sagen. Ein perfekt gegarter Reis, den hätte ich hier auf gar keinen Fall so erwartet. Und das Entchen, einfach fein. Schön saftig, geil, Alter. Ende gut, alles gut. Oh, dieses Pad Krapau Flavor. Ich habe übrigens auch ein ziemlich gutes Rezept dafür. Tolles Pad Krapau. Wenn Deliziöses zulässt, werden wir es hier oben einblenden. Ansonsten findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Aber eine Sache fehlt natürlich noch. Ich brauche Pad Thai. Geile Gerichte. Ja. Danke sehr. Das könnte ich auch vielleicht gut machen. Klar, da machen wir Fotos. Wieso sind es eigentlich immer die Kerle, sag mal? Ja. Vielen Dank. Lecker! Pad Thai, bitte sehr! Pad Thai von Queen of Pad Thai. Das erste, was mich direkt irritiert hat, ist, warum es da Zitrone dazu gibt. Zitrone hat im Pad Thai genauso viel verloren wie ein Jägerschnitzel oben drauf. Dankeschön. Zitrone auf dem Pad Thai, mein lieber Freund. Limette ausverkauft, oder? Wegignoriert, dachte ich mir. Danke. Aber hey, vielleicht waren Limetten aus, man weiß es ja nicht. Ne? Die Lady hat natürlich ordentlich Fame. Munchies war da. Ich bin Legende hier auf dem Heimat. Und jetzt gucken wir uns doch mal an, was sie drauf hat. Auf jeden Fall kocht sie da in 4 Pfannen gleichzeitig. Also meinen größten Respekt davor erstmal. Aber sie hat es auf jeden Fall auf die Spitze getrieben, von der Effizienz auch. Ne? Eine riesige Schlange vor der Tür. Und? Wir wollten jetzt uns auch noch hinsetzen und fragen, ob er mal rutscht oder so. Dann sind wir sie in die Mitte. Du darfst dich gerade in die Mitte setzen, ja. Und wenn sie Glück haben, kommen sie ins Fernsehen. Ich bin nicht im Fernsehen. Ja, sind sie aber jetzt. Sie sind ja vor die Kamera gelaufen. Da kann man ja nicht viel dran ändern jetzt an unserer Seite. Ne? Weil der junge Mann ist bekannt aus dem Fernsehen. Mal schauen Sie mal. So? Sehen Sie die ganzen Kameras da? Das sind aber auch die Besten. Die rennen vor die Kamera und sagen, ich möchte nicht gefilmt werden. Das ist, ja. Also kannst du jetzt aussuchen jetzt. Noch hast du die Chance. Soll ich jetzt aufstehen? Nee, du kannst da sitzen bleiben. Ich bin in allerbester Gesellschaft mittlerweile. Und jetzt schauen wir doch mal, was das Pad Thai so zu bieten hat. Auf der süßen Seite, da ist ordentlich mit Zucker gearbeitet, aber die Pad Thai-Soße ist schon gut. Die Nudeln sind perfekt gegart. Widerstrebt mir ein wenig, aber es fehlt Säure. Deswegen werden wir mal ein bisschen mit Zitrone arbeiten hier. Ich sag's ehrlich, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ein bisschen mehr hätte ich erwartet. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber die Erwartungshaltung, das ist halt das Ding. Ne? Du schreibst oben drauf, ich bin hier Kingpin und Goat und dann kriegst du das. Und mit der Zitrone drauf wird es auch ein bisschen besser. Aber es schmeckt irgendwie falsch jetzt mit Zitrone, ich sag's ganz ehrlich. Limette ist was ganz anderes. Geht hin, probiert es selber aus. Viele geile Sachen probiert, noch viel geilere Sachen gesehen. Thai-Markt lohnt sich. Kommt in den Preußenpark, unterstützt die Petition auf jeden Fall, dass es das hier noch lange gibt. Das ist eine Riesenattraktion. Es ist alles sehr authentisch, es riecht geil, es schmeckt gut, es sieht toll aus. Die Leute kommen hier zusammen, du kommst ins Gespräch. Einfach ein kulinarischer, toller Ort mitten in Berlin. Geil, das soll es weitergeben. Ich werde es jetzt trotzdem mal hier wegpolieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ja gleich schon beim nächsten Spot. Über 40 Jahre Kompetenz in Hackfleisch. Das ist das Adana Grillhaus. Hier gehen nicht nur der Kreuzberger hin, hier gehen auch Touristen essen. Und der eine oder andere Promi gibt sich ja auch die Klinke in die Hand. Wir testen heute die Kompetenz überhaupt. Nein, das ist doch totaler Quatsch, den ich erzähle. Wir gehen jetzt rein und testen die Kompetenz. Und zwar, was sagt er? Das Adana Grillhaus in Kreuzberg, seit über 40 Jahren hier am Platz. Oft kopiert, nie erreicht. Was die hier richtig drauf haben, ist der Adana Spieß. Genau dafür bin ich hier. Allein schon imposant der Grill hier drin, ne? Eine Bullenhitze, unglaublich krass. Das ist authentische türkische Hausmannskost, perfektes Handwerk. Ey, da habe ich schon richtig Bock drauf. Da sitzen wir wieder vor so einem Tisch, wo nur Herrlichkeit zu sehen ist. Es duftet, allein die Zubereitung, das hat mich schon komplett aus der Welt genommen. So wie es gemacht wird, ne? Selber gehackt, geil gewürzt, mit der Hand geformt, frisch für dich gegrillt. Ich sag, da ist Handwerk zu sehen, da ist Produkt zu sehen. Kann man schon mal machen. Es gibt geiles getoastetes Brot dazu. Wir haben einen schönen fein geschnittenen Salat. Geil. Dann hier drüben diese Auberginengeschichte aus den frisch gegrillten und gehackten Auberginen. Ich stehe da voll drauf. Und natürlich steht der Star auf dem Teller, ist der große Adana Spieß. Du kriegst ordentlich Brot dazu. Du hast Sumak-Zwiebeln, du hast Petersilie, du hast eine gegrillte rote Peperoni und du hast eine gegrillte Tomate. Das alles zusammen getoppt
von so einem schönen eiskalten Ei ran. Oh, der ist auch geil, auch hausgemacht. Ja, ey, besser geht's gar nicht. Ich kann schon verstehen, warum die denen hier die Bude einrennen. So ein bisschen zum Warmwerden. Damit du schon mal weißt, in welche Richtung das hier gleich geht. Geil! Komm mal. Boah, warum rastet der bei der Aubergine so aus? Ich sag's dir, die ist auf Holzkohle gegrillt. Du hast so diesen smoky Flavor, diese kleinen schwarzen Stückchen. Die machen den entscheidenden Unterschied. Die Auberginen werden auf dem Holzkohlegrill gebraten, dann kommen die auf die Seite und dann bleiben die da, bis die innen drin schön weich sind. Von der Resthitze ziehen die innen drin durch, dann wird die Haut runtergezogen, das Fruchtfleisch aus der Aubergine raus und bei dem Vorgang bleibt dieses schwarz verkohlte Haut, die außen dran ist, da kommen so kleine Stückchen hier mit rein und die machen den Unterschied, die machen den geilen Geschmack. Deswegen ist alleine das hier schon der absolute Knaller und es ist auch noch vegan. Wollen wir mal gucken, was der Salat drauf hat? Er ist schön geschnitten, ne? Da ist ein bisschen Rucola mit drin. Der ist schön durchgemischt und du hast überall schön Sumak. Du hast überall Dressing dran. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sie dir so einen Salat hinstellen, wo einfach nur so ein bisschen Zeug drüber gegossen ist. Oftmals ist da gar nichts dran. Das hier ist der Knaller, das sehe ich schon direkt. Der ist aufwendig hergestellt, der ist aufwendig zubereitet und der ist frisch gemacht. Weil wenn du Salat so fein und klein schneidest, dann wird der automatisch braun und labbrig. Das ist hier nicht der Fall. Von daher gehe ich davon aus, dass der hier maximal eine halbe Stunde alt ist. Wow. Ja, Mann. Das alles zusammen flankiert aber nur den Ananas-Spieß. Und den müssen wir jetzt probieren, bevor er kalt ist. Fluffige Konsistenz. Der ist von beiden Seiten perfekt gegrillt. Und guck mal bitte, wie juicy der ist. Ey, das ist auf jeden Fall genau das, was du haben willst. Auf den Punkt gegrillt. Innen drin super saftig. Außen schöne Röstaromen. Insbesondere hier an den Rändern, ne? Wo dann so die Flamme und die Hitze dran vorbeigeht. Ja. Boah, was eine Konsistenz. Dadurch, dass es selber gehackt wird, hast du so ein halb grobes Hack. Das heißt, du hast super Konsistenz, fluffig, aber trotzdem was zum Beißen. Ne? Ist jetzt kein reines Hackfleischding, obwohl es Hackfleisch ist. Ihr versteht schon, was ich meine. Ne? Wir reden hier von so Supermarkthack, was durch einen Wolf gedreht ist. Mit der Hand gehackt und dann mit der Hand auf dem Brett noch so ein bisschen bearbeitet, dass du Bindungen reinkriegst in die ganze Geschichte. Das verursacht das. Und das kannst du nicht kaufen, das musst du selber machen. Dazu wieder ein bisschen Joghurt oben drauf und ein bisschen Sumak-Zwiebel mit Petersilie. So arrangiert, dass ich nicht komplett aussehe wie der letzte Vollhorst, wenn ich es mir gleich reinschiebe. Wir müssen ein bisschen was von dem Brot hier probieren. Das Brot, ne? Warum das hier so rot ist, ist ja klar. Das ist der ganze Juice, der hier rausgelaufen ist. Das ist der Saft, der zieht ins Brot ein. Hier wird nichts verloren gegeben. Nein, nein, das wird aufgesammelt und darf sich dann im Brot weiter aufhalten, bis ich mir ein Perfect Bite bastel. Warte, warte, warte. Jetzt. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich will das alles wegpolieren. Bin ich froh, dass wir den gefunden haben. Top Recherche. Dafür jetzt Daumen nach oben, sofort. Und einen netten Kommentar schreiben. Und die Berliner unter euch? Kanntet ihr den Laden? Ich glaube, die Frage ist überflüssig. Das muss man ja kennen eigentlich. Also mir war er neu, aber alle haben gesagt, geh dahin. Und mit dem nächsten Perfect Bite verabschieden wir uns mal aus Richtung Türkei und knallen uns nochmal ganz was anderes rein. Dranbleiben lohnt sich. Auch in Berlin spielt der Burger natürlich eine große Rolle. In allen Metropolen auf der Welt ist das ein dickes Ding. Wir sind bei einem relativ unique Spot. Und zwar ist es ein altes Toilettenhäuschen, der Burgermeister. Gibt es ein paar in der Stadt davon, landet regelmäßig auf den Top 5 Listen. Für mich ist es auf jeden Fall schon mal Grund genug, mir hier einen Cheeseburger reinzufahren. Hallo. Hi, hallo. Ich hätte gerne einen Cheeseburger, bitte. Cheeseburger, ja. Dazu ein paar Bacon Onion Fries und eine Cola Zero. Wo habe ich irgendwas vergessen? Muss ich irgendwas Gutes haben noch? Hast du noch irgendwas für mich? Los auf den Bacon Onion Fries. Okay, let's go. Kann ich dir empfehlen. Dann geht's ab. Ein Muss. Zum Essen? Yes, bitte. Aber 5,60 Euro ist auch geschenkt, oder? Das hat von meinem Gut. Und das ist frisch gemacht. Ich steige eben aus dem Uber hier aus und das Erste, was du riechst, ist halt dieses gegrillte Rind. Das ist schon geil. 24. Ist es 24? Yes. Thank you very much. Ja. Das ist so eine Sache, ne? Wenn ich das schon sehe, dann weißt du, was hier abgeht. Wenn die ihre Cheese-Soße einfach schon in eigener Herstellung in so einem warmen Plastiktöpfchen haben. Ja? So, was haben wir hier? Schön verpackten Burger. Och du Scheiße. Guck dir das an. Wir haben Bacon, wir haben Zwiebeln, wir haben Pommes. Da muss ich direkt mal einen probieren an der Seite. Da soll noch die Käsesoße drüber, hat sie gesagt. Oh, geil. Pommes sind Bombe. Ich pack den mal aus. Okay, was haben wir denn hier? Brioche-Brötchen, schön fluffig.
Oh, Käse klebt fest, das ist schon mal gut. Oh, Tomätchen, Dillgurke, paar rote Zwiebeln. Ja, das mag ich wirklich sehr. Guck mal, wir haben hier auch schön, seht ihr das, Pfeffer und so weiter mit dran. Das ist ordentlich gewürzt. Vom Gewicht her, schätze ich, sind wir hier bei maximal 150 Gramm. Das ist aber auch vollkommen okay für einen einzelnen Burger. Jetzt hat sie gesagt, bei den Fritten hier soll ich Käse mit drüber machen. Was ich total fühle, ist, dass sie eine geile große Gabel dazu machen. Ne? Und diesen kleinen Gabel habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Geil. Bacon, Zwiebeln, Barbecue-Soße. Oh, das hat so perfekt Bike-Charakter. Und das Allergeilste ist ja, wenn hier oben über die Bahn drüber fährt. Ne? Also alles in allem. Der Spot ist schon sehr Berlin. Aber hey, Kreuzberg. Wir wollen noch mal sehen, ob wir das hier ordentlich gegessen bekommen. Ich versuche mal mit dem ersten Bissen von allem was zu kriegen. Das Brötchen ist nice. Eisbergsalat ist gut. Finde ich auf dem Burger vollkommen legitim. Wir haben hier außen, guck mal, es ist schön karamellisiert. Der ist so ein bisschen auf die Platte gesmashed. So ein bisschen. Ja? Und das finde ich gut, aber innen drin trotzdem saftig. Das Fleisch hat eine schöne Konsistenz. Ich kann mir schon vorstellen, warum er es auf die Bestsellerliste in der Stadt hier schafft. Punkt 1. Preis-Leistung unschlagbar. 5,60 Euro für einen guten Cheeseburger, frisch gemacht. Viel verdient wird er nicht, da geht's über die Masse, sag ich euch. Punkt Nummer 2 ist sicherlich auch die Location. Musst du dich erstmal trauen, aus dem Scheißhaus raus einen Burgerladen aufzumachen. Ich glaube, das war eben die Marketingstrategie, hat es gut ausgeschlachtet. Ne? Aber hey, hier ist viel los, das hat seine Berechtigung. Das ist ein grundsolider Burger, wahrscheinlich nicht der beste der Stadt. Aber ich sag's nochmal, 5,60 Euro. Kommt hier vorbei und ballert euch einen Cheeseburger. Ja, mit dir ist eh viel besser. Da können wir machen das Intro zusammen, okay? Guck mal, das ist halt Berlin, weißt du, da kannst du nicht alleine vor der Kamera stehen. Ja, wir sind angekommen, Song Kitchen. Song Kitchen, die sitzen normalerweise. Nein, ich gehe ins Studentenhaus. Studentenhaus, auch gut, aber ich gehe zu Song Kitchen. Ja. Kennst du Song Kitchen hier hinten, koreanisch? Nein, nein. Guck mal, koreanisches Essen, die sind normalerweise auf der Kantstraße. Ja, ich. Kantstraße kennst du? Ja. So, da haben die einen kleinen Laden gehabt, nur aus dem Fenster verkauft. Und jetzt, guck mal hier, haben sie sich so ein schönes Deli gebaut, ne? Und da gibt's leckeres, gesundes Essen. Ich heute Tag Studentenhaus gereinigt. Glava Gold, zurück zu Studentenhaus Gymnasium. Steglitz, ich bin Kämpfer. Kämpfer Berliner. Okay, das freut mich, das freut mich. High five, Baby. Also, ja, tschüss, mach's gut, mein Herz. Auf bald. Guck mal, Berlin, Berlin, Berlin. Was soll... Tschüss. Es ist so, hier gibt es ein bisschen was Gesundes, koreanisches Essen, ein bisschen was fürs Gewissen, aber das schmeckt ja auch gut. Also jetzt gehen wir mal rein, ich habe schon eine grobe Vorstellung von dem, was ich gerne essen möchte. Ja, ist dir gut? Warst du schon mal da? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Nee, aber das, du das ist da jetzt nicht gleich. Süßer, tschüss, mach's gut. Bescheid, ja? Das mache ich. Ja, Berlin, das ist einfach anders, ja. Einen wunderschönen guten Tag. Tag. Guck mal, das ist ja wieder mal so ein Laden, du hast die Küche größer wie vorne, ne? Das, ja, hier brauchst du. Guck mal, koreanisches Essen. Ganz genau. Gesund, ja. Ganz sexy, genau. Frisch und lecker. So sieht's aus. Das ja. Ist mein Ding. Vielen Dank erstmal. Gerne. Oh, das weiß ja, wie du es nutzt, ne? Ja, ja. Aufdrehen, reinstechen, ne? Ach, nicht raufschütten. Wie meinst du das? Reinstechen in die Dings? Du hast ja sozusagen so eine Spitze, mach mal auf, dreh mal auf. Ja. Hast du dann so eine Spitze und dann drückst du es in den Dumpling rein sozusagen. Geil. Das ist aber ein geiler so neuer Trick. So ist es, genau. Exakt. Digga, der ist neu. Lifehacks. Lifehack. Von und mit dem dicken Bernd. Ja? Das ist der absolut richtige Augenblick, den Kanal zu abonnieren, weil hier gibt es tatsächlich, hier lernst du was fürs Leben, ja? Danke dir. Gerne. So sieht das hier aus. Da haben wir alles. Bibimbap, Gimbap und wir haben Mandus. Am Ende sieht das aus wie Sushi. Das sieht aus wie eine Pokeball. Und das sieht aus wie ja, irgendwelche Dumplings. Aber es ist auf diese spezielle koreanische Art und Weise einzigartig. Ne? Ich würde sagen, wir legen mal los mit so einem Röllchen. Ei, wir haben Rettich, wir haben Karotte, wir haben Spinat, wir haben Gurke und wir haben Bulgogi, Rindfleisch. Ja? Also, komm. Hm. Die Sushi-Vibes sind schon sofort da, ne? Aber das Rindfleisch ist auch schon sehr, sehr geil. Ah, das schmeckt gut. Aber die Mandus müssen wir probieren, die sind ja warm. Die sehen sehr gut aus. Die sind handgemacht, das sieht man sofort.
Du hast dieses Bulgogi-Ding. Das ist Süße, trotzdem diese Power. Da ist ein bisschen Kimchi mit drin. Es gibt natürlich auch Kimchi oben drauf. Beste, was man auf so einer Foodtour essen kann. Korea, das Land, wo du Kimchi mit Kimchi isst. Ne? Überall dabei. Schön spicy. Oh, hausgemacht. Geil. Boah, das ist geil, ne? Mit ein bisschen was Chili dazu. Boah. Da sind sie wieder, meine Teigsäckchen. Ich fühle das sehr. Da kann ich wirklich viele von essen. Sehr, sehr viele. Lifehack. Eine gute Foodtour. Mitarbeiter hat immer einen Holzlöffel einstecken. Und jetzt rühren wir mal um. Weil dann hast du nämlich alles überall. Das ist das, wie es der Koreaner empfohlen hat. So machen wir es natürlich jetzt auch. Ne? Das ist wirklich eine ordentliche Portion Freude und Glück. Und das ist ja das, was ich immer so gerne mag. Ne? Einfach einen Löffel, eine Schüssel und eine Couch. Und dann losgelegt. Eine geile Soße. Das ist super knackig, das ist frisch, das schmeckt Bombe. Sun Kitchen, zweimal in Berlin, einmal in der Kantstraße. Auch ein geiles Angebot. Hier noch ein bisschen umfangreicher, auch mit koreanischen Burgern und allem drum und dran. Also geht dahin, kommt hier hin, gönnt euch koreanisches Fastfood. Ist sehr, sehr geil. Ich mache mich auf den Weg zum nächsten Spot. Eine Schüssel, die nehme ich mit. Berlin und deine Döner. Hey, eine unendliche Geschichte. Wie soll ich denn daraus finden, welcher der beste ist? Welchen soll ich euch empfehlen? Ich habe es schlau gemacht. Ich habe Taxifahrer gefragt. Hakiki. Und bei den meisten Taxifahrern kam tatsächlich Hakiki bei raus. Jetzt bin ich mal ganz gespannt. Der ist ein riesengroßer Spieß, ist ein Hackdöner. Was noch hervorzuheben ist, du kannst in Berlin an jeder Ecke einen guten Döner essen. Wir checken den jetzt mal. Ey, ich weiß gar nicht, hab das früher nicht getrunken. Erst seit meinem Video bei Alaturka, können wir gerade mal hier oben verlinken, da habe ich irgendwie Ayran kennen und lieben gelernt. Ich weiß nicht, warum ich es früher nicht getrunken habe, keine Ahnung, lacht mich aus. Leute, so, jetzt haben wir hier unseren Stellvertreter. Und das Erste, was mir auffällt, der erinnert mich schon so ein bisschen an früher. Vor allem hast du hier auch richtig so eine Ecke Fladenbrot. Ne? Optisch gefällt er mir sehr. Und es ist ein Hackfleischdöner, stellvertretend für all die vielen Hackfleischdöner, die es hier gibt. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, aber Scheiben, Steak, dies, das. In Berlin kriegst du Hackfleischdöner in der Regel und das will auch jeder. Und es ist auch nichts Schlechtes. Ja? So, jetzt werden wir mal hier zusammenpacken. Und wie immer beim Döneressen, immer erst zwei, drei Bisse und dann die erste Reaktion. Ich denke gerade, wieso macht ihr nur so wenig von dem Pulver drauf? Jetzt weiß ich warum. Das ist auf jeden Fall Druck. Mein erstes Zwischenfazit. Wenn ihr in Berlin Taxifahrer fragt, wo du gut essen kannst, dann kannst du denen glauben. Ja, die beste Wand. Was könnt ihr denn? Wettessen, oder was? Ja. Aber ich glaube, du verlierst. Guck mal. Du bist dünn. Also essen wir Döner zusammen jetzt, ja? Ja. Ich bezahle. Oh, shit. Du holst jetzt erstmal zwei Döner für euch, ja? Ja. Beste Mal, ich schwöre. Ich weiß. Danke. Alright, aber ihr kommt gleich wieder her, gell? Ja. Okay. Ich selten mit mehr Publikum Döner gegessen, aber es fühlt sich gut an. Also schau mal, hier ist richtig was los. Hackfleischdöner, toll gebraten, Kraut ein bisschen mariniert, knackiger Salat, frisches Gemüse. Und ich liebe es, wenn das Brot im Kontaktgrill war, weißt du, dass es schön getoastet ist, du hast so ein paar Streifen drauf, das ist genau das richtige Ding. Berlin und Döner, das ist große Liebe. Ich mag den hier gerne, kommt hierher, esst bei Hakiki Döner. Guten Appetit, Jungs. Danke. Danke. Und wer sich jetzt fragt, wo ist er denn jetzt gelandet, der fragt sich das vollkommen zurecht. Wir sind bei Möllers Schöttbullar. Wir sind einfach hier draußen an der Straße vorbeigefahren. Ich habe geguckt, ich so, ey Alex, was ist denn das? Wir sind absolut ungeplant hier reingeplatzt und glücklicherweise sind wir ganz herzlich aufgenommen worden. Und ich besorge mir jetzt mal eine schöne Portion Schöttbullar mit allem drum und dran. Ja, einen wunderschönen guten Tag, mein Lieber. Herzlich willkommen bei Möllers Schöttbullar. Ja, ich bin total begeistert. Wie gesagt, von außen schon gesehen, das hat mich angesprochen. Deswegen vielen Dank erstmal, dass wir hier sein dürfen. Ich hätte unheimlich viel Bock auf so eine schöne Portion Schöttbullar. Eine schöne große Portion mit Püree und Preiselbeeren dazu und Gurkensalat und alles, wie sich das gehört. Ja. Jetzt Hand aufs Herz, wie viel ist mit Fleisch, wie viel wird vegan gegessen? Wir haben so 20-30% vegetarisch-vegan. Okay. Ich hätte fast gesagt mehr sogar, aber... Ja, es wird mehr. Wird immer mehr, weil unsere Nobi-Bullar sind auch geil. Ja, das glaube ich dir gerne. Für mich darf es aber Beef sein heute. Leute, ist das nicht eine Schüssel voller Glück? Also ich hoffe,
dass es so geil schmeckt, wie es aussieht. Einfach im Vorbeifahren den Laden gespottet, reingelatscht, herzlich empfangen worden. Wir waren sogar bekannt hier. Du hast ein geiles T-Shirt an, das lässt mich irgendwie schlussfolgern. Dass wir hier arbeiten. Alles klar? Thank you very much. Ist tatsächlich auch ein Abonnent von uns, sollte ich euch auch mal ans Herz legen. Ihr könnt nämlich hier unten, wo das Herzchen ist, den Kanal kostenlos abonnieren. Man verpasst hier gar nichts mehr, was Content betrifft. Und darüber hinaus blenden wir euch hier unten mal ein, glaube ich, hier ist was, Instagram. Weil wir haben tatsächlich heute jemanden dabei, der live behind the scenes macht. Also wenn ihr mal auf so einer Produktion dabei sein wollt, checkt das Instagram aus, ja? So, aber wir checken jetzt mal Chipbulla aus. Da wünschst du dir einfach eine Schüssel, einen Löffel und eine Couch, ne? Komm her, ich probiere jetzt erst einfach mal so ein Dingelchen hier. Nur Ikea kann einpacken. So ein geiles Püree, top abgeschmeckt, Soße ist bombastisch dazu. Vereint sich hier gerade so ein bisschen mit den Preiselbeeren oben drauf. Die sind schön süß-sauer, auch in einer bombigen Qualität. Boah, passt das gut zusammen. Preiselbeeren oben drauf, Püree und Soße. Jörgchen, perfect bite incoming. Ja, das ist Hausmannskost. Es ist null fancy, das ist einfach nur lecker, handwerklich top hergestellt. Was natürlich auch cool ist, ne? So eine nachweisliche Lieferkette, wo du sagst, ich weiß, wo meine Produzenten herkommen, ich weiß, wo das Fleisch her ist, die Kartoffeln wachsen hier nebenan auf dem Acker, ich weiß, wer alles gemacht hat. Das liebe ich sehr, sehr. Aber das ist auch so ein bisschen Berlin, oder? Ohne groß drum herum zu reden, es ist einfach leckeres, gutes, handwerklich top hergestelltes Essen mit erstklassigen Produkten, serviert von tollen Menschen an einer geilen Location. Geht hierher, esst Chipbulla und bleibt weg von Ikea. Kein Food Guide in Berlin ohne die Markthalle 9. Klar, außer Frage. Aktuell ein touristischer Hotspot geworden. Aber vor 10 Jahren, da hat hier der Streetfood Donnerstag angefangen. Kein Schwein wusste überhaupt, was Streetfood ist in Deutschland. Das waren auf jeden Fall die ersten, die es gemacht haben. Und stellt euch vor, heute ist Donnerstag und stellt euch vor, es ist 10 Jahre später. Die haben heute 10-jähriges Jubiläum. Das ist für mich Grund genug, hier mal reinzuschauen. Da war mein Foto, okay, versprochen. Aber nur wenn es schmeckt, Bruder. Wenn wir es nicht mehr sehen, weiß ich Bescheid. Mante, da sind sie. Türkisches Comfortfood. Sind kleine Teigsäckchen, gefüllt mit Hack oder gibt es auch mit Spinat. Oben drauf kommt Fettjoghurt. Dazu kommt dann Butter, Paprika, ein bisschen Sumak, Chili. Ja, so wird es gegessen. Super geil. Und vor allem die Dingerchen sind schön klein. Die kannst du so weglöffeln, weißt du? Es schmeckt sofort so türkisch. Vor allem auf den Punkt gegart. Er sagt, die sind handgemacht. Das glaube ich ihm, weil die relativ ungleichmäßig sind. Wer das noch nicht gegessen hat, Geschmacksbild ist erstmal Teigsäckchen, klar. Dann hast du diesen sauren, kalten Joghurt oben drauf. Und dann kommt da heiße Butter-Paprikapulver, ein bisschen Sumak. Ergänzt sich hervorragend mit dem Joghurt oben drauf. Und dann hat sie noch ein bisschen Chili oben drauf gemacht. Und alles zusammen gibt löffelweise geiles Zeug. Ist wieder mal soweit. Löffel, Schüssel, Couch. Klar, machen wir ein Foto. Klar. Ich schau mit meinem Bruder immer deine Videos. Ja, fällt's dir? Ja, was gut. War deine Lieblingsfoodtour bis jetzt? Ich glaube, die erste, die ich geschaut habe, war Prag sogar. Du hast das Video geschafft. Ja, du bist jetzt auch ein dabei. Hallo. Hallo. Ja. Ich hätte gern 3 Stück Al Pastor. Ja. So, das sieht schon mal gut aus. Gleich ist es soweit. Alles gesehen? Alles. Und Salsa Verde, bitte. Salsa Verde. Hot? Nein. Deswegen doch grün. Warum? Nein, das ist gefährlich für mich. Ich vertrage nicht so viel. Vielen Dank. Ey, dann drückst du mich doch gleich hier ins Eckchen. Tacos al Pastor. Oben drauf ein bisschen Limettensaft. Ich habe mir Salsa Verde gegönnt, ein bisschen Fleisch vom Grill. Das Wichtige dabei ist, Ananas muss mit am Start sein. Viel Koriander, ein paar Zwiebelchen, ja, und Salsa Verde, so wird's gegessen. Wichtig immer, Finger weg beim Taco-Essen. Schön spicy. Habe eben erst gedacht, Fleisch ist ein bisschen zu trocken, aber es ist außen gut geröstet und trotzdem noch saftig. Gut gemacht, authentischer Geschmack, super nette Leute, für mich einwandfrei. Die Bude füllt sich jetzt aber auch richtig super crowdy da drin. Viel zu viele Menschen, um sich da vernünftig aufzuhalten, um noch was zu essen. Aber deswegen sind wir schon mal rausgegangen. Wir gehen hier eh noch ein bisschen weiter heute. Ich habe mir to go noch so einen marokkanischen Tagine gegönnt. Guck mal, hast hier geschmortes Rindfleisch oben drauf, sind Pflaumen mit dabei. Ey, hat da so ein paar Sachen mit drauf hier.
ein Böhnchen, hier sind ein paar Kartoffeln. Hier drüben gibt es eine rote Beete. Und drunter ist Couscous, ein bisschen scharfe Soße, geschmorte Zwiebeln. Hier alles in allem wird das auch wieder ein geiles Ding werden, das weiß ich jetzt schon. Weißt du, diese geschmorten Sachen, die sind ja eigentlich so immer so ein bisschen übergart. Aber die Jungs, da hat das ja Methode. Ne? Also ich mag dieses in der Tagine geschmort. Das hat irgendwie einen ganz besonderen Flavor. Nordafrikanische Gewürze eh immer geil. Ich stehe da drauf. Echt gut gewürzt. Also alles in allem ist das ein geiles Ding. Ist so ein marokkanisches Schmorgericht. Ich weiß nicht, ob die Leute immer hier sind. Aber wenn sie es sind, solltet ihr es nicht versäumen, da mal vorbeizugehen, euch ein bisschen Couscous zu organisieren. Und Zwiebelchen und noch ein bisschen rote Beete. Und noch ein Pfläumchen und noch ein bisschen Kartoffeln. Neben dem ganzen Streetfood, den verschiedenen Länderküchen und dem ganzen Multikulti, was hier in Berlin auf uns einprasselt, spielt Fine Dining natürlich auch eine große Rolle in der Hauptstadt. Mein Freund Matthias Gleis hat hier im Restaurant Volt im alten Umspannwerk einen wunderschönen Ort geschaffen. Wir ziehen uns jetzt mal das kleine Vier-Gänge-Menü rein und schauen mal, was der Kollege hier so kocht. Platz genommen auf der wunderschönen Terrasse hier draußen. Du hast hier unten Wasser, du hast Grün. Du bist in Kreuzberg, hier lebst, hier pulsiert. Das ist geil. Am Location innen drin auf jeden Fall auch 10 von 10. Habt ihr ja gerade gesehen. Da kannst du in meinen Arm kommen. Wir kennen uns auf jeden Fall schon ein paar Jahre. Aber ich freue mich doch, dass du hier bist. Ich freue mich darüber, dass du uns hier hast. Wenn wir über Fine Dining in Berlin reden, die Optionen sind mannigfaltig. Ja, auf jeden Fall. Sternedichte ist recht hoch, ne? Ja, sehr hoch. Sehr hoch. Und ich habe gerade gesehen, du hast ja auch 8 Pfannen im Gusto geschnappt, ne? Ja. Ich habe 5 in meinem Restaurant. Also stinke ich voll ab gegen dich. Und das in Berlin, das will was heißen. Gäbe es denn die Möglichkeit, dass du mir deinen Viergang machst, aber mir einfach alles auf einmal servierst? Ja, klar. Guck mal, dieses Argument in der Küche könnt ihr erzählen, das seid ihr auch schneller fertig. Weißt du so, ja? Ja, Dessert darfst du selber essen heute. Mach ich. Ja? Dann sag den Jungs und Mädels Bescheid. Viel Spaß. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Danke, 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 danke. So, 4 Teller auf einmal. Wunderschön. Eine Eismeerforelle, dann haben wir Belitzer Spargel und eingelegten Radieschen. So ein bisschen Asche, ne? Ja. Ja? Vom Tee. Das ist mit Earl Grey Tee. Tee, Spargel, und Mandel. Was ist denn da? So morgens im Bad, weißt du? Oder? Oder ja, ist das, Tee in der Hand. Ja, ja, ist das, Spargel oder ist, in der Hand. Ist das, ja, Spargel und Tee in der Hand. Nee, ist das, also mir ist die Kombi fremd. Ja? Ja, ist aber gut. Ey, geil. Vielen, vielen Dank, dass du das für mich gemacht hast. Schaff's. Danke, danke, danke. Leute, guckt euch das an. Guck mal hier, das Kalbsbries. Jetzt fragen sich vielleicht manche unter euch, was ein Kalbsbries? Kalbsbries ist die Wachstumsdrüse vom Kalb. Klingt schlimmer, als es ist. Es ist wunderbar zartes Kalbfleisch. Sehr, sehr aufwendig in der Vorbereitung, bis man das braten kann. Und das hier ist so wunderschön nussig gebraten, sagt man dazu. Das ist auch eine üppige Portion, muss man auch ganz klar sagen, zusammen mit einem Spitzkohl, einer Sauerkrautsoße. Hoffentlich sieht mich keiner, wie ich hier die Schüssel in der Hand habe. Ich mag den Gedanken, den er dahinter hatte, das frische Spitzkohl und das fermentierte Sauerkraut wieder zusammenzubringen. Ne? Kohl und Kohl, geil. Oftmals, wenn es um Fine Dining geht, so, man ist zurückhaltend, man traut sich nicht so richtig, man probiert irgendwie alles einzeln. Aber so hat es der Koch sich nicht gedacht. Ne? Einfach hier durchziehen, eine fette Gabel voll machen und dann rein damit. Neben dem ganzen Rustikalen und das, was ich so an Rezepten mache und das, was wir uns so auf den Foodtouren auch genehmigen, ne? Das ist so das Daily Business, das mag jeder, das finden wir auch cool und das wollen wir auch forcieren. Aber das hier ist natürlich auch ein ganz wichtiger Part der Berliner Gastronomie, deswegen müssen wir das hervorheben. Ich glaube, du kannst in Deutschland keiner Stadt so viel Sterne futtern wie hier. Und das Angebot ist einfach bombig. Und es geht ja auch mal ohne Sterne, so wie hier. Das sorgt halt dafür, dass du so einen schönen Fisch hier kriegst, der so toll aussieht, mit jemandem, der sich wirklich viele Gedanken darüber gemacht hat. Und ich weiß jetzt schon, ohne dass ich das probiert habe, dass das ein geiles Gericht ist. Kefir, die Quelle da oben drauf, ein bisschen rote Zwiebel. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Das machen wir jetzt. Hier, Perfect Bite incoming. Eine bombige Produktqualität. Was mir hier sofort auffällt ist, wenn du einen Fisch wie den kalt servierst, wird ganz, ganz oft der Fehler gemacht, dass es auch wirklich kalt ist. Den Fehler beobachte ich zum Beispiel bei Sushi recht häufig. Und das hier, der ist einfach auf Temperatur gebracht, ne? Der ist temperiert. Und das bedeutet, es schmeckt gleich 10-mal geiler, wenn du nicht diesen kühlschrankkalten Fisch im Mund hast. Und dann mit der Säure, Süße ist da, du hast was Knackiges, Textur ist da, tolle Fischqualität, Bombe. Ganz geiles, frühlingshaftes Gericht. Toller Fischgang, einfach simpel, runtergebrochen, aber trotzdem durchdacht, vernünftig auf den Teller gebracht. Das ist große Küche. Boah, ist das geil, Alter.
Belitzer Spargel. Riesending in Berlin natürlich. Ne? Das ist die beste Spargelanbauregion hier in der Gegend. Gepickelte Radieschen oben drauf, eine Mandelcreme, ein bisschen Teeasche hat er gemacht. Und hier so ein Crumble mit Bärlauch. Hast du alles irgendwie so schön zusammengebracht, ne? Was wir jetzt im Frühling haben. Und guck dir mal die Farbe von dem Spargel an. Das ist ja wirklich komplett geisteskrank. Ne? Also der ist ja stellenweise schwarz. Und genau das willst du haben, weil der Spargel schmeckt natürlich so viel besser. Der Spargel besteht ja überwiegend aus Wasser. Aber trotz allem enthält er natürlich auch viel Zucker. Und dann karamellisiert es außen schön. Ne? Und dann schmeckt es einfach noch mal 10-mal besser als ein gekochter Spargel. Ja, das wird schon gut sein. Wenn du dann drauf beißt, Mandelspargeltee. Das muss ich mir aufschreiben. Das klaue ich ihm auf jeden Fall. Jetzt ganz ehrlich, schreibt es mir in die Kommentare. Wer wäre drauf gekommen? Mandel, Spargel, Tee? Anderes Level. Perfekt gegart. Ja, ich habe nichts anderes erwartet. Ja, ist natürlich riesen Lobhudelei. Aber was willst du denn auch anderes machen? Der steht hier seit Jahren seinen Mann und kocht auf dem Niveau. Und arbeiten alle an sich selbst und machen es noch mal besser und haben viele Gäste, die es geil finden. Und ich sag mal, für einen Fine-Dining-Spot, das Lokal, 10 von 10, klarer Fall, Terrasse, geil. Aber wir sind immer noch in Kreuzberg, ne? Der Hauptgang, das Roastbeef, was erstmal schon von der Größe und von der Anmutung wie ein Filet aussieht, hat er natürlich gebunden, damit es gleichmäßig gart und so. Ne? Das sind halt diese Feinheiten, die du in der guten Küche findest. Aber guck doch mal die Farbe von diesem Wurzelgemüsepüree. Das muss ich mal gegen meine Empfehlung einzeln probieren. Wow, was ist denn hier los? Oh, das ist komplett irre. Die ist so sanft, ne? Das schmilzt auf der Zunge wie ein Eis. Und es hat ganz, ganz krasse Sellerie, Wurzelgemüsearomen, eine schöne Säure, perfekt ausbalanciert, klasse Begleiter. Und diese Hollandaise, da habe ich schon richtig Bock drauf. Da brauche ich auf jeden Fall gleich einen Löffel für. Mit Knochenmark zubereitet, schönes rosa gebratenes Stück Fleisch. Jetzt noch ein bisschen Holly oben drauf und dann geht's rein. Hervorragende Qualität. So, ein bisschen Püree drauf, ein bisschen was vom Gel. Und dann legen wir uns hier so einen gegrillten Sellerie oben drauf. Und dann haben wir wieder was? Genau, perfekt bite. Einfach ein schöner Fleischgang, wie du ihn dir wünschst. Und wenn man mal schaut, was das hier alles zusammen kostet, das sind 89 Euro für 4 wunderschöne Gänge. Ich finde, das ist ein sehr guter Deal. Und da das Wetter gerade so schön ist und die Stadt so groß ist, wollen wir doch mal sehen, was Berlin noch so für mich übrig hat heute Abend. Wir sind gelandet, und zwar in Friedrichshain, im selbsternannten Herzen von Friedrichshain. Das hier ist die Simon-Dach-Straße und das hier ist die neapolitanische Pizzeria, das Restaurant Panino. Scheiße, Pane was? Dann sag du das doch, mein Herz. Komm her, komm her, komm her. Ja, klar, ja, Logo. Leute, schaut mal, wo es mich hinverschlagen hat. Wir sind im Herz von Friedrichshain. Neben mir sitzt die Claudia. Wir sind in der Simon-Dach-Straße und wir sind vor dem Restaurant. Partenope. 081. Genau. Warum 081? Weil es die Code für die Telefonnummer ist. Die Telefonnummer. Und Partenope sind die Leute aus Neapel. Neapel. Ja, das sind, der richtige Neapolitaner. Das sind nette Leute. Pass mal auf. Ihr macht hier, eure Hausreligion ist Pizza, original neapolitanische Pizza. Ja. Aber ihr habt auch ein paar andere schöne Sachen, die man nicht so oft kriegt, ne? Ja, alles, was du mochte. Risotto, Frittatina. Frittatina, das ja, möchte ich genau. probieren. Mhm. Und ihr habt doch diese kleinen frittierten Pizzen, habt ihr auch, gell? Ja, richtig. So was müsst ihr mir unbedingt machen. Du musst probieren. Ich probiere das gerne. Ja, guck mal an. Das war die Fritto misto grosso. Oh, die Marinara. Die Marinara und die Montanara Tris. So, wir haben Salsiccia und Friarielli. Ja, und das ist außenrum ist Nudel, oder? Ja, Nudel. Ja, okay. Das mit Nudeln, diese auch, und diese mit ganz normalen Kroketten. Das klingt so wunderschön. Ey, guck mal, das ist aus Nudeln gemacht. Das müssen wir uns auf jeden Fall als erstes mal reinziehen, das Ding. Es ist Käse mit drin, es ist Nudel mit drin, es ist paniert und frittiert. Allein das macht es schon zu einer vollwertigen Mahlzeit, glaube ich. Ich bin echt mal gespannt. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, ich hätte schon alles probiert. Die sind mir noch nicht untergekommen. Also los, komm, erster Biss. Wow, sehr cheesy. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist so ein bisschen Mac and Cheese. Aber das Ganze noch paniert und frittiert. Voll geil. Lass uns den Kameraden hier auch nochmal durchschneiden. Wir haben wieder Nudeln. Man sieht sie schön durchgeschnitten und die sind sogar noch al dente innen drin. Siehst du das? Dann haben wir hier Aubergine. Das ist diese Pasta mit Aubergine, Tomatensauce, Käse. Das Ganze wieder paniert und frittiert. Das ist außergewöhnlich, weil es sehr ausgewogen ist. Ich mag den Auberginengeschmack. Es hat so ein bisschen was von dieser Melanzane-Geschichte, weißt du, so mit Parmesan und Tomate gebacken im Ofen. Dazu schön Käse obendrauf und die Pasta, die es mal zusammenpackt. Arancini kennt ja jeder, weißt du, dass der einfach so Reisbällchen frittiert mit irgendwas drin. Das ist auf jeden Fall mal eine sinnvolle Alternative. Und ich dachte wirklich, ich hätte schon alles gesehen in Italien. Die zwei sind mir neu und die sind geil.
Kartoffelkrokette gefüllt. Ja, aber jetzt mal, guck mal hier, was eine Krokette, Digga. Ja? Also das ist was für Erwachsene. Und wenn da einer sagt, ich habe 5 Kroketten gegessen, glaube ich ihm nicht. Kartoffelkrokette mit Käse in der Mitte. Ja, müsst ihr selbst entscheiden, ob es was für euch ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Wer von euch mag keine Kroketten? Ich kenne niemanden. Ich liebe Kroketten. Und wenn die noch mit Käse gefüllt sind, ist aber auch geiler Käse, Alter. Also, frittierter Pizzateig. Gibt es übrigens auch noch in groß. Gibt eine Art Calzone, die ist dann gefüllt mit, auch mit Fiordelatte, das ist da drin, da ist Tomate mit drin und da ist Schinken mit drin. Auch geil. Jetzt zu groß, ich wollte lieber die Vielfalt zeigen, aber so eine frittierte Calzone kann man schon mal machen, ja. So, jetzt probieren wir die mal hier. Hier ist mit Ragout oben drauf, ja. Geschmortes Rind, langsam geschmortes Rind. Ich glaube, jede neapolitanische Hausfrau hat ihr eigenes Rezept für ein Ragout. Ganz oft ist das Ragout auch einfach, steht auf dem Topf, auf dem Herd. Und dann wird einfach gekocht und das, was übrig ist, fliegt rein. Ne? Manchmal kocht so ein Ragout 3 Tage. Es ist super fluffig. Der frittierte Teig, der ist schön saftig. Ne? Und durchs Frittieren ist da auf jeden Fall richtig was los. Ich bin ganz gespannt. Wir haben oben drauf Parmesan, wir haben Ragout, wir haben Tomatensauce. Das bleibt im Mund. Das ist schön pikant auch ein bisschen. Das ist super weich geschmortes Rindfleisch. Voll geil. Und ich sag, das ist hier so ein Sharing-Ding. Ne? Das haust du dir nicht alleine rein. Ja, weil das schneidet sich durch, da kann jeder ein Stückchen essen. Genau wie das hier. Aber das, wo findest du das? Ne? Deswegen sind wir hier, deswegen lohnt es sich für euch auch mal so ein Cinematic Food Guide anzugucken. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, ich empfehle euch jetzt schon mal den Kanal zu abonnieren. Hier unten ist ein Herzchen, da drückt ihr drauf, da steht Abo. Das kostet nichts, für uns bedeutet es die Welt, wir freuen uns. So, hier haben wir es einfach mit Marinara, mit Tomatensauce oben drauf und Käse oben drauf und ein bisschen Basilikum oben drauf. Auch wieder frittierter Pizzateig, eine wunderbare Sauerei. Komm her. Es ist vermeintlich banal, aber es lebt natürlich auch von 3 Produkten. Du brauchst einen geilen Teig, du brauchst eine gescheite Tomatensauce oben drauf und du brauchst einen ordentlichen Käse. Und wenn du das zusammenpackst, kommt das dabei raus und das ist absolut empfehlenswert. Jetzt kommt aber mein persönliches Highlight. Mortadella ist mein großes Ding. Fiordelatte, auch sehr geil. Pistazien dazu, mega. Da stehe ich schon voll drauf. Ich glaube, das hier wird eine suppige Angelegenheit. Auch wieder frittierter Pizzateig, Wurst oben drauf, gehackte Pistazien. Schöne Sauerei, oder? Vor allem mit den gehackten Pistazien, das ist total durchdacht. Das sieht toll aus, es schmeckt geil. Aber jetzt wollen wir auf jeden Fall nicht die Pizza kalt werden lassen. Und guck mal, neapolitanische Pizza, Marinara, nur mit Kräutern und Gewürzen. Obendrauf haben wir Pizza, Tomatensauce, Basilikum und das war's. So, lass mal drunter gucken unter den Kameraden. Seht ihr was, was ich nicht sehe? Ich sag, die ist gut gebacken, weil guck mal hier. Neapolitanische Pizza ist dafür bekannt, dass sie in der Mitte natürlich auch so schön ein bisschen durchhängt und ein bisschen suppig ist. Ne? Da wird auch nochmal mit viel Olivenöl gearbeitet und so. Die hat gar keinen Anspruch daran, zu sagen, ey, wir sind hier super crispy und die Pizza steht, die darf nicht hängen. Nix, gar nichts. Das mag doch jeder, wenn die Pizza in der Mitte so ein bisschen schön suppig ist, der Teig nicht richtig durch in der Mitte. Das willst du doch haben. Und vor allem hier mal so ein Ding ohne Käse zu bestellen, das ist OG, so wird's gemacht. Das isst man in Napoli. Bei der neapolitanischen Pizza ist natürlich der Teig im Rand extrem wichtig, weil ihr seht ja hier außenrum aufgepumptes Schlauchboot. Dann haben wir hier diese verbrannten Stückchen, vermeintlich, soll aber so sein, nennt sich Leopard-Check. Also Check bestanden. Guck mal, und das ist das, was ich gerade über die Pizza erzählt habe. Genauso soll die auch sein. Ja? Und wollen wir mal hier in den Teig reingucken? Guck mal, schöne große Lufteinschlüsse, lange Teigführung, ne? Das ist der Trick dahinter. Das kann nicht jeder, das ist eine hohe Hydrierung auch im Teig oftmals. Von daher wird der auch so schön knusprig und trotzdem fluffig. Gegessen wird die so. Und dann? Es ist immer wieder verwunderlich, wie sowas Einfaches so gut schmecken kann. Der Teig ist natürlich hocharomatisch, das mit wenig Hefe gearbeitet. Und dann ist es so, dass er natürlich sehr kurz und sehr heiß gebacken wird. Und die Tomatensauce, das sind beste Produkte, die da oben drauf Platz gefunden haben, die ist perfekt abgeschmeckt. Das ist genau das, wenn wir über neapolitanische Pizza reden, bist du hier richtig. Wem das nicht reicht, der findet hier natürlich eine Auswahl von 15 verschiedenen Pizzen. Alle mit super geilen Sachen obendrauf. Eine scharfe Salami oder auch so ein bisschen Mortadella. Mit Käse, mit Fiordelatte, mit Mozzarella, was du gerne möchtest. Die Auswahl ist riesig und vor allem, die Leute hier lassen mit sich reden. Ne? Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, einfach äußern. Ihr werdet bestimmt erfüllt. Ihr merkt, die Dämmerung beginnt. Perfektes Klima für so eine leckere Pizza. Wir polieren das jetzt hier weg und dann ziehen wir weiter zum nächsten Spot. Ich empfehle euch dran zu bleiben. Yeah, Buddy, check, Straßenrap, treff dich wie ein harter Jack. Hole eine Faust und dieses Außengas-Master-Tag. Buster Flex, represent am Block mit dem Sound. Fenster runter und ich dreh den Subwoofer auf. Sorry, Junge, Junge, Junge. Hi, hallo. Ich hätte gern eine mit Darm, eine ohne Darm, bitte. Viele fahren in den Bau, fahren tu ich auch doch lieber Lambo Gallardo. Vorbei an den Neidern, den Schlampen am Bahnhof. Leute, ihr könnt's euch denken.
bin am Mehringdamm gelandet. Wie können wir einen Berliner Food Guide drehen, ohne bei Curry 36 vorbeizuschauen? Ich habe mir die drei Renner gleich mal geordert. Wir haben einmal die Currywurst ohne Darm, wir haben die Currywurst mit Darm und wir haben die Berliner Bulette mit Senf. Hier kann der Abend immer enden, weil auch der frühe Morgen. Hier geht es nämlich bis 5 Uhr morgens, kriegst du genau das hier. Und glaub mir, das nutzen auch der... Boah, Digga. Und glaub mir, das nutzt auch der ein oder andere. Ne? Also, für mich ist es auch ein schöner Absacker. Wir fangen mal an mit ohne Darm. Da ist das Fleischbrät quasi außen ein bisschen frittiert, weil das hier im Fett liegt. Und innen drin ist es so ein bisschen chewy. Ist ein ganz spezieller Geschmack. Ich stehe aber drauf. Ja? Das ist safe nicht die beste Currywurst der Welt. Ne? Aber was es sicherlich ist, eine gute, ordentliche Currywurst. Und der Erfolg gibt Ihnen ja recht. Die ist einfach ohne Ecken und Kanten. Das schmeckt einfach gut. Ja? So, jetzt haben wir hier das gute Stück mit Darm. Was ja eigentlich mein Favorite ist. Ja, die ist auch gut gebraten. Ist und bleibt mein Ding. Ne? Die schneiden die auch so schön ein. Da ist so ein bisschen Fett im Bräter. Das ist genau das, was du brauchst, wenn du entweder auf Tour gehst, auf Tour bist oder von Tour nach Hause gehst. Ja, dann brauchst du so ein Ding. Aber hey, Berliner Bulette, ne? Kriegst du auch mit Currysoße. Ich habe mich aber für Senf entschieden jetzt, weil zweimal Curry, einmal Senf. Die ist so halb grob. Die wird aus so einer Brätmasse hergestellt. Da werden die Klopse abgedreht und gebraten. Also Berliner Bulette. Am Ende gilt, in Berlin wirst du kaum eine schlechte Currywurst kriegen, du wirst auch keinen schlechten Döner kriegen. Das gehört einfach hierher, das gehört zusammen. Wir haben euch jetzt hier einen Spot gezeigt, stellvertretend für die vielen, die es in der ganzen Stadt gibt. Der war gut, aber es gibt bestimmt noch 100 andere gute. Es ist mal wieder soweit. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ein weiterer Cinematic Food Guide endet hier bei Curry 36 heute. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mich auf meiner Foodtour durch die Hauptstadt begleitet habt. Berlin hat einiges zu bieten, ihr habt es gesehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt diesen Kanal hier abonnieren, dann werdet ihr nichts mehr verpassen, weil an jedem ersten Monat kommt ein neuer Cinematic Food Guide und zwischendrin viele neue schöne Sachen. Wenn ihr Bock habt auf mehr Videos vom dicken Papa, könnt ihr mal hier oben klicken. Und wenn ihr alle anderen Cinematic Food Guides sehen wollt, dann empfehle ich euch diese Playlist.